Hallo zusammen, ich bin Aileen und ich sitze hier in meinem Treppenaufgang und ich möchte euch ein kleines bisschen was erzählen von der Arbeit mit Steffi Andersen und auch ein bisschen was zeigen. Wir haben Steffi kennengelernt vor 2 Jahren, damals beim Verlobungsshooting in Straßburg. Es war auch eine spontane Aktion, wo Steffi super flexibel war und meinte, sie würde gerne woanders shooten als hier in Stuttgart. Und wir haben uns dann auch gleich angesprochen gefühlt und haben gesagt, okay, wir fahren mit ihr einen Tag nach Straßburg. Bietet sich ja an, war ja in der Nähe. Und so haben wir dann einen Tag in Straßburg verbracht. Im Anschluss hatten wir dann mit meinen Freundinnen hatte ich ein Junggesellenabschiedsshooting. Es war eine Überraschung, die meine Trauzeugin organisiert hat. Das Shooting ging so circa 2 Stunden und es sind wunderschöne Bilder mit meinen Freundinnen entstanden. Und dann hatten wir Steffi bei unserem Standesamt dabei und im Anschluss eine Woche später dann auch bei unserer eigentlichen Hochzeitsfeier. Mit Brautpaar-Shooting, also es war eine Hochzeitsreportage, wo wir uns quasi morgens beim Get Ready schon sie uns begleitet hat und am Anschluss auch bis spätabends auf der Feier geblieben ist. Dann folgte dieses Jahr ein Babybauch-Shooting und jetzt im September dann, als unser kleiner Sohnemann 11 Tage alt war, auch das Neugeborenen-Shooting. Für mich sind die Bilder unser Leben und es sind wunderschöne Erinnerungen entstanden. Ich fand es einfach schade, diese Erinnerungen einfach nur auf dem Handy zu haben oder in irgendwelchen Social Media Seiten zu teilen. Und da wir quasi einen Treppenaufgang haben, der das dann doch schon ein bisschen auch anbietet, da ein bisschen Bilder hinzuhängen, habe ich da eine Galerie erstellt, wo diese Bilder zu finden sind. Wenn man die Bilder anguckt, dann sieht man, dass wir tatsächlich eine Reise durch unser gemeinsames Leben hier im Treppenaufgang haben. Und jedes Mal, jeden Morgen, wenn ich runtergehe, die Treppen runtergehe, muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil da einfach die schönsten Erinnerungen in unserem Leben hängen. Und Steffi ist einfach eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit, die diese Bilder wunderschön oder das Paar, in diesem Fall jetzt uns oder unseren Sohn, so schön in Szene setzt, dass man eine Freude hat, mit ihr zu shooten. Sie bringt sich ein, sie bringt ganz, ganz viele tolle Ideen, gibt aber auch einem die Möglichkeit, sich selber einzubringen. Wir haben einiges zusammen auch entwickelt und gesagt, wir wollen es ganz so, wir wollen es ganz so. Und trotzdem sind die Bilder eben stilgetreu, also das heißt, jedes Bild hat wirklich den gleichen Stil. Das ist ihr Stil, der wirklich total schön ist und es fügt sich halt sehr, sehr schön in diese Galerie ein. Und die Galerie würde ich euch jetzt gerne zeigen, könnt ihr euer eigenes Bild davon machen. Wir haben uns dagegen entschieden, die Bilder chronologisch aufzuhängen. Das heißt, sie sind ein bisschen durcheinander, aber das ist auch gewollt so. Also hier sieht man im Endeffekt das Neugeborenen-Shooting. Dann hier ein Bild von mir. Brautpaar-Shooting. Nochmal unser Kleiner. Der Kleine mit mir. Das war Standesamt. Und so, hier ist zum Beispiel das Junggesellenabschied, Babybauch. Und so haben wir die Bilder ein bisschen durcheinander hier aufgehängt. Und man sieht eben sehr, sehr schön, dass die Bilder allesamt einen ganz besonders einzigartigen Stil haben. Auch in Schwarz-Weiß sehr schön. Hier ist es von meinem Junggesellenabschied nochmal. Das war die Hochzeitfeier. Genau. Das ist zum Beispiel auch ein sehr, sehr schönes Bild vom Neugeborenen-Shooting, wo wir die Hände von Vater und Sohn aufgenommen haben. Und jeden Morgen, wenn ich hier aufstehe und hier runterlaufe, sehe ich diese ganzen Erinnerungen aus unserem gemeinsamen Leben. Und
Ihr könnt euch vorstellen, dass so mein Tag einfach wunderschön startet.